Schönen guten Tag, meine Freunde, auf Maverick TV. Und zwar, viele haben mich gefragt, Maverick, äußere dich zu dem Kampf Floyd Mayweather versus Conor McGregor, der am 28.08. stattfindet in Las Vegas, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, viele wollen Wetten abgeben, viele wollen es einfach aus Interesse wissen, was ich als Experte zu dem Kampf zu sagen habe, als Wettpate Neuköllns hier, der Neuköllner Wettpate sozusagen. Und soll es dann so passieren, meine Freunde? Ja, 28.08. steigt der Kampf, eine große Show. Ne? Also das Einzige, um was es hier geht in diesem Kampf, ist Geld verdienen. Jeder, der mit diesem Kampf zu tun hat, will Geld verdienen. Hier geht es nicht um den Ausgang. Es ist auch sportlich ein Witz, muss man auch sagen, weil sportlich ist es, ja, das ist sportlich irgendwie, hat dieses Duell keine Bedeutung. Ne? Das ist kein Boxduell, das ist kein UFC-Duell, das ist einfach ein Showkampf, wo es halt um sehr, sehr viel Geld geht. Mayweather soll 340 Millionen Dollar für den Kampf erhalten und Conor McGregor 100 Millionen, also im Topf ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Und so wie Mayweather sich schon geäußert hat, wo er die Aussage getroffen hat, vollkommen egal, denn die Leute wollen mich verlieren sehen und die anderen wollen mich gewinnen sehen, scheißegal was sie wollen, Hauptsache sie zahlen für den Kampf. Und darum geht es eigentlich. Ne? Dafür machen sie auch die Shows, die Termine, die sie zur Promo schon hatten, in gewissen Städten und Ländern, dienten halt nur, um Show zu machen, um sich zu provozieren, um die Aufmerksamkeit, die Reichweite für den Kampf noch zu steigern. Alles andere ist egal. Aber kommen wir jetzt mal zu der Preview, zu der Prognose, Freunde, was ich über den Kampf halte und am Ende die Wettprognose, wie ich die Wetten abschließen würde. Ja, Mayweather, 49 Profi-Boxkämpfe ungeschlagen, kann von Rocky Marciano den Rekord jetzt auf jeden Fall toppen mit seinem 50. Sieg bei 0 Niederlagen. Marciano hatte genau wie Mayweather jetzt eine 49-0 Bilanz. Ja, letzter K.O.-Sieg gegen Ortiz Ende 2011. Danach alle Kämpfe durch Punkteentscheidungen gewonnen. Und ja, Mayweather hat gegen die Top-Klasse-Leute seiner Gewichtsklasse gekämpft, ist zwar jetzt in einem Alter mit 40 Jahren am Ende seiner Karriere angekommen, aber das hat nichts zu sagen. Die letzten 6 Jahre halt die Kämpfe durch Punkte gewonnen, nicht mehr K.O., aber die besten Leute der Welt konnten Mayweather nicht treffen. Ne? Das muss man erstmal als Hauptgrund erstmal nehmen. Schwer zu treffen, auf jeden Fall sehr beweglich. Sehr guter Konterboxer, also man muss über Mayweather, wenn man seine Karriere ein bisschen verfolgt hat, weiß man Bescheid, was da Sache ist. Conor McGregor auf jeden Fall der krasse UFC-Kämpfer seiner Gewichtsklasse im UFC. Also da kann man ihn auch schlecht was vormachen, aber Boxen ist nicht UFC, genauso wie UFC nicht Boxen ist. Ne? Da hat der Kämpfer unter den Regularien, den gekämpft wird, hat der Kämpfer aus seinem Gebiet natürlich die größeren Chancen und ist da Herr im Ring. Freunde, so viel zu den Vorgeschichten der Kämpfer. Ich glaube 18-3 oder 19-3 die Bilanz von McGregor in der UFC, also im MMA-Sport. Geboxt unter Profi-Umständen hat er noch nie, also noch nie einen Profi-Boxkampf bestritten. Freunde, wie würde ich diesen Kampf wetten, wenn ich jetzt Geld drauf setzen müsste? Für mich ganz, ganz klarer haushoher Favorit Floyd Mayweather. Ja? Floyd wird den Kampf ganz klar gewinnen. Ne? Ganz klar gewinnen. Und wie würde ich jetzt wetten? Meiner Meinung nach, die einzigen Möglichkeiten, also Conor wird versuchen, in den Endkampf zu gehen und eine krasse Bombe zu landen, den Lucky Punch. Und solange er die Kraft hat, wird die größte Wahrscheinlichkeit sein, in den ersten 3 bis 4 Runden diesen Schlag zu landen. Danach wird er müde sein, ausgepowert sein und das kommt einem Floyd natürlich entgegen. Ne? So gesehen, die auf Conor wetten wollen, ja,
K.O.-Sieg Conor McGregor, Runde 1 bis 4. Sonst ist es unmöglich, dass er in jeglicher anderer Form den Kampf gewinnen kann. Floyd kann den Kampf über Punkte machen, ne? Also da ist eine 2-3er-Quote, also über die Punkte wird er den Kampf, geht's über die Punkte, wird Floyd safe den Kampf gewinnen, weil er wird sich halt nicht treffen lassen. Da ist die Erfahrung von 49 Profi-Boxkämpfen gegen die Besten der Welt zu groß, ne? Und Conor ist nicht gewohnt, über so lange Distanzen zu kämpfen wie 8 Runden, 9 Runden. UFC dauert 3 Runden à 5 Minuten. Manchmal ist auch halt Bodenkampf, wo er 4 Minuten auf dem Gegner drauf liegt. Das ist nicht zu vergleichen, ne? Und er kann natürlich nicht im Endkampf UFC-Schläge benutzen. So gesehen muss er im Stand boxen. Und da wird Floyd schneller sein und die Körpertreffer landen und ihn müde machen. So gesehen würde ich sogar sagen, kann es einen Ausgang geben, dass Floyd in den Mittelrunden 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, in diesen Mittelrunden kann er meiner Meinung nach Conor McGregor K.O. schlagen. Ja? Wenn der ein zu hohes Tempo am Anfang gehen wird, so gesehen tippe ich als Wettprognose Floyd Mayweather K.O.-Sieg zwischen der 6. und 9. Runde. So Freunde, eure Meinung zum Kampf, postet sie mir unter die Kommentare, was ihr über den Kampf überhaupt denkt, über diesen großen Showkampf und was eurer Meinung nach am Ende rauskommen wird, wer gewinnen wird und wie er gewinnen wird, ob Punkte oder K.O. Schreibt euren Sieger unten in die Kommentare und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Preview auf Deutsch hier. Und wünsche euch einen schönen Kampf am 28.08. In diesem Sinne, euer MAV. Peace out.